Okay. Eins. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 Figuren fehlen noch, die sind noch nicht hergestellt, okay. Wenn ich nur mal so aus reinem Interesse, 26 mal 75. Also, wenn ich jedes Mal 75 Muscheln ausgeben würde für eine Figur, dann bräuchte ich noch 1950 Muscheln. Aber da die Prozentschutz sich erhöht und ich wahrscheinlich erst bei 1% das machen werde und es relativ gut ging, wird es wahrscheinlich nicht ganz so lange dauern. So, das Ganze hat jetzt über eine Stunde gedauert. Ich weiß nicht, wie ich das handhaben werde bei euch. Vielleicht mal das als eine lange Folge. Ich habe halt vorgespult, vielleicht schnell auf die Vorspülerei raus. Keine Ahnung. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit dem Spiel. Endlich. Genau, ich wollte ein paar Dinge jetzt machen, die mir eingefallen sind. So. So, ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt noch ein paar Dinge zu tun habe mit der Lampe. Ich habe mir ungefähr hoffentlich gemerkt, wo die alle sind. Wir hätten hier einmal diese Kiste. Wow. Ich habe jetzt schon wieder über 700. Ich habe gerade eben erst alle ausgegeben. So, das war das. Dann, genau, ja, dann weiß ich wieder, wo ich als nächstes hin wollte. Beziehungsweise, bevor ich da hingehe, möchte ich nochmal ganz kurz gucken. Hier hin. Wenn ich schon mal hier bin, hat irgendeiner von euch mindestens noch ein Glücksfragment für einen. Wo ist eigentlich der Mindestens, der hier unten stand? Oh, du hast dieses wunderbare Werkzeug von Lexter bekommen. Ich beneide dich, ich kann mich nicht so gut bewegen. Wenn du wie Lexter zu Abenteuern aufsprichst, musst du auch sein wie er. Standhaft, mutig, feurig, genauso. Alle Achtung, du erinnerst dich auch. Du erinnerst mich an mich selbst, als ich noch jung war. Ah ja. Gut. Oh nein, ich habe diese Fragment nicht. Oh, noch mehr grüne Fragmente. Oh Mann. So. Also.
eine der Dinge, die ich jetzt machen kann mit der Lampe. Ist oben im Schloss. Nämlich genau hier. Ich bin Maximus, der einzig wahre Meister der Schwertkampf von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Bist du willens, bei mir zu trainieren? Ja, bitte. Hört, hört. So werde ich dich nun die Technik der Strahlenattacke lernen. Du musst volle Energie haben. Zücke dein Schwert. Mehr ist nicht mehr zu tun. Hast du verstanden? Ja. Das höre ich gerne. Doch Wissen allein reicht nicht. Schwertechniken muss man mit dem eigenen Körper erlernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lasse dich die Technik ausführen. Nun also, der Marionettenzauber von Meister Maximus. Sehe und staune. Eins, zwei, drei, Marionette nun sei. So, nun versuche es selbst. Die Energieanzeige muss voll sein, zücke dein Schwert. Sehr gut, ich überreiche dir diese Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du eine Schwertechnik vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Du hast die Strahlenattacke erlernt. Aus der Schwertspitze schießen. Strahlen hervor. Funktioniert nur bei Vollenergie. Es gibt nichts, was ich dir noch beibringen könnte. Du musst immer weiter trainieren, die Schwertkunst ist dein Lebensstil. Okay. Damit hätte ich das auch erledigt. Es gab ja noch einen Schwertmeister. Ich weiß aber nicht, ob ich den schon machen kann, weil ich glaube, da fehlt mir noch. Etwas. So. Ich wollte auf jeden Fall noch gucken, ob ich irgendwelche Leute finde, bei denen ich das machen kann. Und jetzt kann ich vielleicht die nächste Schwertfibel. Ja. Magnus Schwertfibel Band 5. Willst du sie lesen? Ja. Magnus Kampf der Elemente. Du bist vielleicht schon einem Monster begegnet, das Eisflüche verwendet. Dieser Gegner hat die lästige Eigenart, immer wieder aus dem Nichts aufzutauchen und zu attackieren und dann wieder zu verschwinden. Richte doch einfach, doch einmal die Lampe auf ihn. Feuer gegen Eis. Okay. Was tun, Meister Magnus? Molblins, halb Mensch, halb Schwein. Sie sind große Gegner, die sich meist nahe dem Tyloria-Wald aufhalten. Kämpfe mit dem Schwert, edler Recke. Deine Mühe wird reich belohnt werden. Die acht Wunder von Hyrule 5, Talismane. Ohne dein Zutun verbessern sie deine Fähigkeiten. Wie wunderbar. So heißt es jedenfalls. Es ist natürlich nur ein Gerücht. Gehabt dich wohl, werte Leser. Gestern besuchte ich Alberich. Ich bin froh, dass er wohl auf ist. Doch da war dieser ältere Herr mit grünen Hosen auf dem Hügel. Nun bist du bis zum nächsten Band. Band 6 wohl auf. Okay. Gut. Oh, jetzt bin ich so motiviert, dass ich ein Haus in 5 Minuten baue. Ja, perfekt. Viel zu tun habe ich wohl trotzdem. Der nächste Ausbruch hier, ja. Na,
das lief ja wie am Schnürchen. Das war genial. Niemand außer mir hätte das in so kurzer Zeit geschafft. Hahaha. Okay. Bist du jetzt schon fertig oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ihr habt das Minischhaus echt überbaut oder was? Na Kind, ein gutes Haus, oder? Gerade erst fertiggestellt. Wie du weißt, nur für eine alleinstehende Frau geeignet. Stellen wir eine Interessentin vor. Ich weiß ja zum Glück mittlerweile, wo ich eine finde. Oh, du willst mir ein Haus zeigen? Ja, wirklich, ein ganz neu gebautes Haus, toll. Wenn diese Katzen vertreibt, kann man ein großes hier ein großes Haus bauen. Hahaha. Aha. Takosum, ich fühle mich sehr wohl in dem Haus. Wenn du eine leere Flasche hast, bekommst du einen Talisman. Dein Talisman in die Flasche, ja, bitte. Bitte schön, erst in der Flasche. Jetzt komm jederzeit wieder vorbei. Nairus Talisman, deine Abwehr ist für kurze Zeit stärker. Okay. Muss ich aber noch mal dorthin, weil ich möchte natürlich jetzt wissen, was mit dem Minish passiert ist, der da gelebt hat. Bisschen gemein war das ja schon, dass er einfach das Haus über das Minish ausgebaut hat. So. Okay, ist nichts Neues. Ich nehme an, ihr wollt auch keine Fragmente vereinen. Da oben ist der Mensch, okay. Willkommen. Willkommen in meiner neuen Bleibe. Neues Haus ist schon toll. Ich wollte sowieso ein neues Zuhause, deshalb bin ich besonders froh. Okay. Ist das wirklich... Was für ein Glück, dass ich das Pilzhaus verlassen habe und in dieses Haus ziehen konnte. Okay. Wenn das alles ist.
Ja. Ich suche natürlich noch mehr nach Glücksfragmenten gerade. Da musst du zu Boris, dem Totengräber, als Teil der Königsfamilie. Okay. Als Teil der Königsfamilie zu langen, muss man durch den Irrwald. Es ist nicht einfach, ihn zu durchqueren. Achte auf die Schilder. Hä? Du hast dadurch jetzt einfach noch Informationen hier für Krieger. Ah ja. Hier ist auch was mit der Lampe gewesen. So. Ich muss mich echt jetzt wieder wahrscheinlich überall umgucken, wo dieses ganze Lampenzeug war. Da fällt mir ein, es gab dann noch irgendwas. Ach ja, das war gleich beim Hylia-See. Im Brunnen ist ein Gespenst. Das Wasser, in das Wasser würde ich am liebsten reinhopsen. Ist da ein Gespenst, wenn man in den Brunnen steigt? Oh, ich kann tatsächlich rein. Wusste ich nicht. Hier. Muss hier mich noch mal umgucken. Ich will nicht ins Schloss zurück, selbst dort soll es Schmunster geben. Wie langt man in den zweiten Stock des Hotels? Warst du schon mal dort? Etwas leckeres Heuer vielleicht. Ausverkauf, alle Preise reduziert. Wir brauchen einen Wurstladen. Gucken.
hier. Nein. Ich frag mich ja, wie man als Minish hier reinkommen soll. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hier zum Minish werden kann. Also ich könnte hier zum Minish werden, aber ich komme doch nicht raus aus der, aus dem Haus, oder? Ach, hier kann ich hochklettern als Minish, okay. In dem Fall müsste ich eigentlich von hier. Mag mich zu nebenan schon weg, aber morgen sehe ich sie wieder. Der Kleine muss mir 8 geben, nicht alle sind so nett wie ich. Manche greifen auch ganz plötzlich an. Dieser Geist ist voll im Weg. Der Hund hat zwar eine sehr direkte Art, aber mir gefällt das. Ich bin gut befreundet mit dem Hund in dem anderen Teil der Stadt. War ich hier schon mal drin? Ja, war ich. Okay, dann hat sich das nicht gelohnt. Ich muss das Abendessen vorbereiten. Nur so viel Mühe mögen sie sich alle gern Hund nebenan, mag ich auch. Yippie. Bei dir brauche ich immer noch Fähigkeit. Hoch und weit springen, ja. Ich sage, aus der Schule hört man bis hierher. Es werden immer weniger Soldaten. Wo sind denn die anderen? Selbst die Stürme, das ist eine Waffe. So ist es bei wahren Männern. Okay. Ein Reich und Sammler, so, wie so viele Reiche. Guten Tag, willkommen. Entspannt sich das gut so. Kennst du die Goronenhöhle? Die Höhle, in der die Goronen buddeln? Du solltest mal in der Höhle Fragmente vereinen. Ach, probier's einfach. In den Fluss, aber ich komme nicht hinein. Okay. Ich wollte jetzt dann noch. Okay, eins nochmal anders.
Gehen wir jetzt erstmal zum Midia-See. Ich glaube, es war als Minisch die Höhle, aber ich bin mir nicht sicher. Hier rechts oben. Ja. Genau, diese Höhle war nämlich dunkel. Ist zwar jetzt komplett erleuchtet, aber hat irgendwie nichts gemacht. Vielleicht komplett erleuchtet und alle Gegner töten? Dann ist das hier nichts gewesen. Okay, gut zu wissen. Dann gehen wir zum nächsten Spot. Der Gongolberg. Gucken, ob es hier neue Glücksfragmente gibt, die ich vereinen kann. Da fällt mir ein, kann ich jetzt eigentlich das Schwert stärken? Glücksfragmente gibt es keine. Dann 200 mysteriöse Muscheln, wirklich. Ich bin jetzt schon bei 901. Alter Schwede.